Okay, wir holen uns das Artefakt und gehen dann zu den Gondoranern rüber. Oder wir holen uns den Haupttreiber, Herumtreiber. Müssen wir mal schauen. Ein schöner Ring, wenn auch ein gewöhnlicher. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Oh Gott, du arroganter Sack. Du stehst mir im Weg. Okay, ich muss also doch da hinten rüber. In Richtung. Nee, 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 nee. Ach ja, der hat Geschenke, so war das. B-Eintrag ansehen. Naja. Den Juwelen habe ich jetzt nicht so abgesehen. Lohnt es sich auch, die Pfeile wieder aufzuladen? Okay. Hier sieht es ganz schön voll aus. Vielleicht sollte ich das Lager vorher nehmen. Oder auch nicht. Ich muss wohl da durch. Ja, was ich mache. Nakira ist mit X. Bam, 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 bam. Ja, von den ganzen Buffs bin ich kein Freund. Ich mach lieber den Schnetzler. Schnell aufzehren, um meine Gesundheit herzustellen. Komm, nochmal Frosty? Nee. Ist mit X. Ugol. Ah, immun gegen Hinrichtung. Ei, ei, ei. Versuchen wir es mal, ob wir den nicht tricksen können. Er ist tot. Na komm. Ich würde mir gerne den Platz vorher freischaufeln. Ah, beschusssicher ist er nicht. Hey, Jungs. Dich ein. Ach ja. Es ist deine Deckung viel zu häufig und deine Taktik ist schwach. Oh. Ich habe bessere Krieger als dich schon im Schlaf getötet. Ugo. Wow. Au! Okay. Danke, Jungs. Horndolch. Stufe 10. Macht 17 weniger als meiner. Ich bleib also bei dem. Außerdem gibt es dann gleich ein Set für ihn. Was den Orks an Gerissenheit fehlt, machen sie mit ihrer schieren Zahl weg. Oh. Diese Zahl ist heute etwas kleiner. Keine Elmschütze. Jetzt kann ich ja vielleicht das hier starten. Tarzan der Herumtreiber, unbekannter Hauptmann. Tarzan der Herumtreiber steht in einem feindlichen Hauptmann im Duell gegenüber. Gibt nur 1000 EP. Schauen wir mal, wie du innen drin aussiehst. Du bist so angsteinflößend wie ein Karagor-Welpe. Episch. Ein Kranker.
Ich erlöse dich von deinen Qualen. Riesige Tatsache an den Herumtreiber. Okay. Ja, ist klar. Das ist episch, ne? Ich bring dich ins Kühlschrank. Abgeschlossen. Okay, ich brauche nur zugucken. Getötet. Level gewonnen, 1. Ja. Nur ein bekannter Hauptmann an der Brustmahlzeit. Ah, nein. Bestien lassen sich kontrollieren und du genauso. Man braucht dafür nur Schmerz und Angst. Mut zu. Keine Infos. Sei bereit für den Tod. Okay, das habe ich jetzt automatisch aufgesammelt. Ich muss mich noch mehr triggern. Wäre nicht schlau. Mitnehmen. Habe ich. Gondor stand schon einmal dem Hexenkönig gegenüber und seither führt er einen Rachefeldzug gegen Minas Ithil. Diese Münze zeigt den siegreichen Eärnur, den letzten König Gondors. Vor Generationen führte Eärnur eine Armee, die den Hexenkönig besiegte und seine Truppen nach Angmar trieb. Doch unser König wurde überheblich und der Sieg bedeutungslos. Der Hexenkönig forderte Eärnur zum Zweikampf heraus. Eärnur ritt von Minas Tirith nach Osten und wurde nie wieder gesehen. Nur eine ganze Nation kann dieses Böse besiegen, nicht ein Mensch allein. Okay. Wow, die haben es aber echt auf mich abgesehen. Eärnur, der den Hexenkönig bekämpfte. Zweimal. Weil er die Aufgabe beim ersten Mal nicht vollendete. Ich muss die anderen Orks loswerden. Überspringen! Oh, ich drück Space wie ein Elch und es geht nicht. Aber wollen wir mal was anderes vor. Das heißt was anderes, aber... Bisschen Elbenspeed. Mein Freund. Ich will auf mein Tier. Kann ein bisschen Damage austeilen, bevor es eng wird. Oh, nicht zu viel. Nicht zu viel. Da komme ich nicht drüber. Gibt's hier nichts? Keine Pfeile? Nichts, was mir einen Vorteil verschafft? Verdammt! Karagorjagd. Da gibt's Pfeile. Karagor, Entschuldigung. Nein, hier gibt's keine Pfeile. Verdammt! Hören können, hier gibt's welche. Mit diesen Typen da ausnuckeln. Da gibt's welche. Werde ich zusehen, dass es jeden Tag. Zusehen, was du nicht zusiehst. Erstmal Pfeile. Ich krieg die Pfeile? Achso, ich hab welche. Interessant. Der Hauptmann weg. Wo ist er denn jetzt? Echt wieder weg? Schade, schade, okay, naja. Da gibt's wieder Infos zum Sammeln, die ich doch recht gerne hätte.
Bestienanfällig. Naja, gut. Also ich habe, das habe ich. Ist wieder was geschenkt. Gut, den Hauptmann bin ich los. Pech gehabt. Ja. Ich kann hierhin schnell reisen. Dann mache ich das doch mal, um Safe Point zu kriegen. Kankra wird uns sagen, wo der Palantir ist. Uns läuft die Zeit. Davon. Vom Talion. Es ist soweit. Kankra wird uns den Palantir zeigen. Nur wenn es ihr dient. Ach, das ist ja alles klar, die Höhle für Kankra. Damit können wir wenigstens ein Safe zwingen. Talion. Der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Ithil steht vor dem Untergang. Wir brauchen den Palantir. Den Palantir? Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh, deine Seele? Davon ist fast nichts übrig. Ich brauche Antworten. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Sie kommen von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das Tor. Entdeckung! Boah. Epic. Sie brennen! Holt Wasser! Los! Formation! Schilde hoch! Lenkt die Stadt und Menschen! Haltet sie zurück! Jetzt! Angriff! Oh. Miss.
Na? Elbenlicht. Jetzt stückeln. Fast tot. Die ganze Zeit lang halten im Hof. Oh. Immer mal diese unübersichtlichen Schlachtereien hier. Hey, weg da! Der Drache greift wieder an. Kann ich den nicht auch attackieren? Ich habe noch 3 Pfeile. Wow. 4 Pfeile. Lass mich mal da durch, da. Geht grad nicht. Mist. Muss hier raus. Energie. Sehr gut. Wo ist der Drache? Sehr gut. Der Drache ist fast erledigt. Ich nehme diese Stadt für den Hexenkönig ein. Das glaub ich nicht. Ich werde alles geben. Du gehörst mir allein. Schaden durch Hinrichtung, Schaden durch Explosion, anfällig für Bestien. Erschöpfung, kränklich, gefolgt von Kriegern. Nicht immun gegen Fernangriff. Beschusssicher, doch. Ach, Mist hier. Ist einfach viel zu viel. Na! Für den Drachen angreifen. 5. Der Drache ist nicht beschusssicher. Okay, den habe ich besiegt. Wow, jetzt muss ich erstmal hier raus. Ich brauche irgendeinen Ork. Ja, da drückst du schon die Verteidigungstaste. Gib ihm mir. Denkst du etwa, oh nein. Das ist gar nichts, Tark. Gar nichts. Trotzdem tot. Wow. Schusssicher. Okay. Sehr schön. Das hat geklappt. Den bin ich schon mal los.
hießen die nochmal Niffel? Nee, das war was anderes. Das sind Drachenreiten. Die Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten. Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir! Okay. Du wirst mir geben, was du versprochen hast. Wird wohl eine Schlacht. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht ihr frei, mit ihrem Volk zu sterben. Ah, nee, nicht Idril. Nicht. Geh.